Dr. Kovacs, muss man Zahnlücken eigentlich immer schließen? Ja, ich sage einfach ja, aber ich kann darüber natürlich mehr sprechen. Also einmal ist sehr wichtig die Ästhetik und zweimal ist sehr wichtig die Funktion. Also das bedeutet, die Zähne hat sehr große Funktion zum Kauen zum Beispiel. Ja, das ist sehr wichtig. Wenn man isst, dann muss man richtig kauen. Es ist sehr wichtig für den Magen, für die Gesundheit. Und da stört es, wenn ich einen einzigen Zahn mehr fehlt? Ja, es kann schon sein, dass man nicht richtig das Essen kauen kann. Aha. Und noch was, die andere Zähne, also zum Beispiel die Zähne, die darüber sind, kann immer ein bisschen bewegen, kann immer länger werden oder sich bewegen ein bisschen, nicht mehr gerade stehen. Und dann stört das Kauen noch mehr. Und dann vielleicht später kann man den Zahnersatz nicht gut machen. Also das ist sehr wichtig, alle Zahnlücke natürlich so schnell wie es möglich machen lassen. Die Weisheitszähne natürlich soll man nicht, ja, aber die anderen sind sehr wichtig. Und die andere Seite ist die Ästhetik auch sehr wichtig. Also jetzt muss man sehr gut aussehen, natürlich lachen und ja, es ist wichtig, gesunde, schöne, weiße Zähne zu haben. Gut, und nochmal zu dem Kaufunktion zurück oder dem Nachwachsen. Wenn ich, also habe ich Sie richtig verstanden, wenn also mir hier, sagen wir mal nicht vorne, wo es ästhetisch wichtig wäre, aber mir fehlt jetzt hier hinten bei den Backenzähnen ein Zahn, dann kann der gegenüberliegende Zahn, kann dann da quasi rein, also der fehlt im Unterkiefer einer und dann kommt der vom Oberkiefer, kann dann da so runterwachsen. Ja, quasi. Es sieht so aus, es wird länger als die neben der Zähne. Das ist natürlich dann gar nicht und gut, dann ja. Natürlich, das ist nicht gut, weil der Knochen kann nicht dazu nähen. Also später kann vielleicht diese Zahn ein bisschen bewegen oder können wir das verloren. Oh, gut, dann muss man Zahnlücken immer schließen. Ja, vielen ich denke Dank. Das so. Danke. Dankeschön.